fehlen uns noch die Blabbermäuler und es ist schon wieder ein Club unterwegs. Na, den machen wir jetzt kurzhand mal. Ja, genau. Gute Nacht. Sonst ist ja keiner unterwegs. Ah, ich habe die Blabbermäuler schon entdeckt. Juhu. Nett. Coole Sache. Ja, ich mach ganz kurz eine Pause. Einen Moment. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt eben mal in die Lösung geguckt, was, Hey, cool. Du hast sie alle zerstört, aber das ist unmöglich. Brauchen wir schon mal nicht mehr die Blabbermäuler zu suchen. Das ist jetzt schon eine extreme Erleichterung. Oh, und da ist ein Bekloppter. Gute Nacht. Schlaf schön. Und ich glaube, dass ich es jetzt habe. Das Rätselslösung. Haha, ich bin wirklich dumm, das habe ich bereits gelöst. Oh Mann. Was ist dann? Das ist eine Herausforderung, okay. Es ist noch eine Trophäe! Was zur Hölle? Ja, ich mache noch mal kurz Pause. Es steht ziemlich viel, was man angeblich machen kann. bin ich bescheuert. Was? Du hast es geschafft? Du musst betrogen haben. Du kannst mich unmöglich geschlagen haben. Du wolltest es doch so, Batman. Meine letzte Herausforderung für ganz Gotham ist nur noch Sekunden entfernt. Was? Sirene. Die Polizei. Du hast geschummelt, Batman. Du hättest mich niemals überlisten können. Polizei, aufmachen! Ich sagte, machen Sie die Tür auf! Auf den Boden, auf den Boden! Sag mir, wie hast du rausbekommen, wo ich war? Hast du gehört? Ich, Edward Blüthner, werde... Gar nichts mehr. Du gehst jetzt erstmal in den Knast. Oh Mann, war das einfach versteckt. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Die Tür öffnet sich. Ach was. Ja, jetzt bin ich einen totalen Umweg gelaufen. Ja. Ja, doch. Fail. Einen Moment, ich muss kurz mal überlegen. Ja, das war jetzt ein absoluter Fail. Ich mache wieder einen Zeitraffer. Ernsthaft, wir sind gerade den ganzen Weg für Ome einmal außenrum gelaufen. Oh Mann.
Aber wir begeben uns jetzt zum letzten. Wir begeben uns jetzt zum letzten Punkt und dann ist das Let's Play auch geschafft soweit. Beziehungsweise dann zeige ich euch noch kurz die Trophäen, die wir bekommen haben. Dann war es das, glaube ich, auch. Warum ist der Leiter so schnell verschwunden? Hast du ihm nicht gesagt, er soll hier bleiben? Hui. So. Mein Name ist Quincy Sharp, der Geist von Amadeus Arthur. Du hast gut daran getan, meine Geschichte zu entschlüsseln. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich vertraue darauf, dass du aufgrund meiner Aufzeichnungen das Richtige tust. Bitte. Ich flehe dich an. Setze meine Arbeit fort. Die Stadt verdient einen Retter. Bitte führe meine Arbeit fort. Ja. Ein vollkommener Bekloppter, der im nächsten Teil auch noch Bürgermeister wird. Prima. Okay. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das Spiel ist zu Ende. Es gibt jetzt zwar keinen großen Tusch zum Ende, aber ja. Wir gehen jetzt kurz noch ins Hauptmenü und gucken uns und gucken uns die Trophäen an. So, fangen wir an mit Scarecrow. Auch, dann machen wir das mal ein bisschen schneller. Die Scarecrow-Trophäe. Die Cess-Trophäe. Kann ich irgendwie rauszoomen? Ja. Dam-dam-dam. Aaron Cash und die Wächter. Coole Gewehre. Ja, Anstaltsleiter Quincy Sharp, AK, der Geist von Arkham. Commissioner Gordon. Frank Bowles. Ja, die Patienten, die Bekloppten. Das ist auch sehr, ja. Ziemlich primitive Behandlungsmethoden, würde ich sagen. Ja, die Blackgate-Häftlinge, unsere besten Freunde. Murderer. Batmobil. Oh, und sogar mit Batman drin. So, davon wollen wir nicht zu viel zeigen, sonst kommen die Chinesen und tun es nachbauen. Der Batwing. Gut, das so. Und natürlich Batman. Batman! Und Batman in seiner Panzerung. Das sieht auch geil aus. Sogar mit Nieten im Kopf.
Ja, das hat was. Joker. Joker auf Titan. Ist das mal ekelhaft. Und das Titan klimmt sogar. Na, seid ihr erschrocken? Oh. Harley Quinn. Mit einer Karte von Dr. Warden. Ja, wer jetzt will, kann natürlich pausieren drücken. Oh, und Poison Ivy. Und natürlich wieder Tatütata. Ein Titan-Gefolgsmann. Der sieht nicht ganz so ekelerregend aus wie Joker, aber... Die Wirbelsäule ist draußen. Scarface. Killer Croc. Und ja, das war's. Was haben wir noch? Bonusinhalte. Batman gepanzert. Okay, das ist... Oh nee, danke. Nee, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Okay. Dann war's das mit dem Let's Play von Batman Arkham Asylum. Ich muss sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, es wieder durchzuspielen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Let's Play, Let's Show, was auch immer ich machen werde, wieder mit am Start. Ansonsten, wenn es euch auch so gefallen hat, dann... Abonniert mich, macht einen Daumen nach oben, einen Daumen nach oben und fügt dieses Video von mir aus euren Favoriten hinzu oder empfehlt mich weiter. Ja, und damit war's das. Macht's gut, euer Delta.